Thank you for retrieving those packages, but they were only a decoy. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the Port Authority seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Der Flughafen Q ist eine schwierige Mission. Man muss so sagen, wie es ist. Und ich glaube, das ist die erste Mission, wo man auf die dritte Insel muss. Missionsbezogen zumindest nach Shoreside Vale. Ich hoffe, die Insel heißt tatsächlich so. Man muss zum Flughafen auch noch reindüsen, um da ein Paket abzuholen für den Don Love. Aber es ist sogar noch weiterführend. Da passiert einiges in dieser Mission. Die hat es in sich. Da könnte man sogar mehr als einen Versuch brauchen. Die erste Aufgabe ist noch sehr einfach. Man muss sich einfach ein Fahrzeug schnappen, wenn man nicht eh schon eins hat, und sich Richtung Flughafen bei Shoreside Vale begeben. Und das kann man auch machen, weil man nicht verfolgt wird oder sonst irgendwas. Dort angekommen wird man relativ schnell feststellen, dass es nicht ganz so einfach sein wird, wie ihr hofft. Das kolumbianische Kartell ist da. Zuerst die alle um die Ecke bringen. Wieder mal das gute alte Präzisionsgewehr. Ich habe es leider nicht immer bei mir, aber sehr oft, was eine Menge bringt. Auf die Distanz einfach eine Kugel in den Körper und das war's mit denen. Eine bessere Waffe wird man nicht finden, um die Missionen hier in GTA 3 abzuschließen. Also nach Möglichkeit. Und dann heißt noch, das Päckchen müsste im Flugzeug sein, aber Überraschung, nein, das Ding ist nicht drin. Es ist weg, du musst die Kolumbianer finden und es ihn abjagen. Und der Tipp, wie man die Kolumbianer findet, ist da vorne aufgezeigt, der Van Panlantic, Bauunternehmen. Und dann wird es auf der Karte markiert. Das heißt, es gibt einen Bauhof am Staunton in Staunton Island. Das heißt, dahin fahren. Auch das ist dann eine kleinere Aufgabe, wieder mal nur von A nach B fahren. Aber dort angekommen wird es nochmal spannend, weil diese Gefechte, die sind dann alles andere als leicht. Weil ihr wisst, wie es läuft, oder ihr kennt meine Meinung mittlerweile zu den ganzen Schießereien hier in GTA 3. Die sind nicht leicht, einfach weil es die Steuerung noch nicht so sonderlich her gab vor 20 Jahren. Und deswegen muss man wirklich höllisch aufpassen. Hinter jeder Ecke verbirgen sich die Kandidaten und die werden sofort schießen, wenn sie dich sehen. Und da kann man schnell mal sein komplettes Leben inklusive Schild verlieren und dann war's das. Dann muss man die Mission nochmal komplett von vorne anfangen. Ist nicht so geil. Das heißt, wenn es geht, habe ich auch hier wieder die Sniper verwendet. Hat auch funktioniert. Aber da bin ich tatsächlich sogar, glaube ich, habe. Ich habe mir erst einen Versuch gebraucht, ich gebe es zu. War nicht ganz leicht. Letztendlich sind es gar nicht mal so viele Gegner. Am besten schon, bevor man reingeht, ein paar Gegner hops nehmen mit der Sniper. Dann ist man drin und dann kommt sogar eine wichtige Cutscene. Let's get this out of here. God knows what it is, but he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Who the hell? You! Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. I left you pouring your heart out into the gutter! Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We all friends. Don't be such a pussy! Hey, we got no choice, baby. We always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They're all the same, please. Por favor. So, the whore got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Liar! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information and a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo! Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, hey, amigo. Amigo. Catalina ist wieder aufgetaucht und ihr Partner Miguel, der jetzt sich jetzt auch in Gefangenschaft, heißt das Wort, sich befindet bei der Azuka. Das heißt, wir sind schon sehr nah dran, dass wir uns endlich an ihr rächen können. Aber zunächst muss noch das Paket
zu Donald Love gebracht werden. Das ist die eigentliche Mission gewesen, wir erinnern uns. Aber genau deswegen ist die Mission auch handlungstechnisch sehr wichtig. Nach all den Monaten, Jahren, ich weiß nicht, wie viel Zeit wirklich vergangen ist im Spiel, kommt man doch wieder auf die Personen zurück, die einen so jämmerlich verraten haben am Anfang des Spiels. Und der Kreis schließt sich langsam sozusagen. Miguel ist, wie gesagt, in Gefangenschaft und die können den schön brav bearbeiten, ein bisschen foltern, so die Asuka und die Maria, damit die endlich mal Infos aus ihm rauskriegen. Und ich weiß auch endlich, dass er Miguel heißt. Aber das ist dann eben noch, das sind die Endzeiten des Spiels, damit man sie dran kriegt für die bösen Taten, die sie begangen hat. Aber wie gesagt, dann das Paket bei Don Love vorbeibringen und dann ist die Mission geschafft. Und mein lieber Mann, das Geld haben wir uns verdient.